Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich darf euch heute ein ganz, ganz tolles Produkt vorstellen. Und zwar habe ich mich für eine Kooperation aus folgendem Grund entschieden. Auf meinem Kanal geht es ja ganz, ganz viel auch darum, dass wir Mamas uns einfach Auszeiten nehmen müssen. Für all die Tipps, die ich euch hier gebe, müsst ihr erstmal Zeit finden. Ihr müsst euch im Alltag Zeit freischaufeln, um zu meditieren, um tief durchzuatmen, um Affirmationen zu hören, um Journaling für euch zu nutzen. Und das ist der erste und wichtigste Schritt, sich diese Zeit für sich zu nehmen. Und ich finde, dieses Produkt unterstützt euch dabei, gerade am Anfang so eine Mama-Me-Time-Routine aufzubauen. Und zwar handelt es sich um die Trend Raider Box. Ich glaube, das Boxensystem ist mittlerweile bekannt. Auch ich habe vor Jahren damals mit den Rossmann und DM-Boxen und der Glossy-Box angefangen und bin sehr, sehr schnell wieder davon abgekommen. Die Trend Raider Box ist allerdings eine Box, die wirklich, wirklich fantastisch tolle Produkte enthält und die ich sehr gut geeignet finde, um dann sich damit eine Mama Me Time zu erschaffen. Und so habe ich mir das wie folgt gedacht. Diese Box kommt ja einmal im Monat. Das heißt, das ist schon mal etwas, was nur für euch kommt, was ihr nur für euch tut, nur für euch bestellt, was nur für euch da ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann ganz bewusst die Produkte auszuwählen und damit in diesem Monat seine Mama-Me-Time zu gestalten, seine Auszeiten zu gestalten. Das heißt, ihr bekommt diese Box, ihr packt sie auf und überlegt dann, wie ihr diese Produkte nutzen könnt, um in diesem Monat eure Auszeiten zu verbringen. Und das möchte ich euch in diesem Video gerne zeigen, wie ich das mit der Januarbox mache. Als erstes packen wir jetzt aber mal gemeinsam die Trend Raider Box im Januar aus. Ich habe noch nicht reingeguckt. So, als erstes kommt mir das hier entgegen. Das sind Grußkarten, in Liebe gepackt von Christine. Also ich finde das auch super süß und sehr nah, die Trend Raider Box. Sammle alle Grußkarten unseres Teams mit den Nummern 1 bis 10 und gewinne eine große Geschenkbox. Ich habe jetzt hier die Nummer 7. Und dann ist immer das Heft dabei, was die Produkte beschreibt, die in der Box sind. Und das Thema der Januarbox, der ersten Box 2021, ist Feel New. Neues Jahr, neues Glück. Und da habt ihr, wie gesagt, nochmal alle Infos zu den Produkten auch drin. Da werden wir auch gleich dann noch ein bisschen reinschauen. Als erstes ganz oben finde ich schon mega, mega toll, ist diese Mütze. Ich liebe diese Art von Mützen und die ist ganz, ganz schön bestickt. Svea trägt auch so eine Mütze in rosa. Yay. So, und da wäre jetzt mein Beispiel Nummer 1. Ihr könntet 20 Minuten, 30 Minuten spazieren gehen, ihr allein im Wald und ihr tragt die wunderschöne Mütze aus der Trend Raider Box. Wir schauen mal schnell, was das Heft uns über die Mütze sagt, wenn sie uns etwas sagen möchte darüber. Oh, es gibt in dem Heft auch eine 30 Tage Fitness Challenge. Könnte man genauso für die Mama Me Time nutzen. Steht gar nichts über diese tolle Mütze drin. Okay. Aber eine tolle Mütze. Aber wir können mal gucken, von welchem Label die ist. Ist von Trend Raider. Time to discover. Cool. Also, das war Produkt Nummer 1. Oh wow, sie ist super krass gefüllt. Wir arbeiten uns einfach der Reihe nach durch. Hier haben wir eine Dose mit Wampa, Refreshing Energy Drink, Pink Grapefruit, zuckerfrei, kalorienarm, Guarana-Extrakt, Koffein. Perfekt, lieb ich, mega gut. Da jetzt mein Tipp. Ganz oft bekomme ich die Nachricht, ja, abends hätte ich Zeit, wenn die Kinder schlafen, aber ich bin dann einfach so müde. Dann knallt euch doch den noch mal rein. Und dann wird es noch mal eine Weile gehen. So, dann haben wir hier diese zwei hier. Das ist
Pure Ya High Protein Shake für die Sportlichen unter euch. Kann man also nutzen für eine Sporteinheit und danach dann den Proteinshake. Und zwar ist das hier einmal Vanille und Vanille-Erdbeer. Also ist auch ein bisschen Kreativität natürlich immer gefragt, wie man es für sich einsetzen kann. Aber das ist ja auch was Schönes. Was ist das? Von Überwood. Holz in der Verpackung. Spart bis zu 40% Erdöl. Super cool. Ist ein Waschgel für Babys und Kids. In meinem Fall für meine Kids. Ist vegan mit Kiefernholz und Brennnesselextrakt für Haut und Haar. Könnte man aber unter dem Aspekt der Mama-Me-Time sicherlich auch für sich nutzen und mal wirklich ganz bewusst in Ruhe duschen gehen. Auch das halt mal ganz bewusst zu duschen und nicht mit den Gedanken schon beim Abendessen zu sein oder beim Einkaufszettel für morgen. Dann haben wir nochmal Kakao als Proteinshake. Dann ist drin von Rotbäckchen Immunschutz. 2 Schluck mit Vitamin C und Zink. Kraftpaket. Und da würde ich empfehlen, wenn ihr sagt, okay, heute starte ich mal damit in den Tag, ganz achtsam zu sein. Ganz achtsam den Deckel zu öffnen, ganz achtsam an die Lippen zu setzen, ganz achtsam zu trinken, zu spüren, wie er die Kehle runterrennt, zu schmecken. Das ist dann ganz, 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 ganz wichtig. Dann ist hier von Neatly The Lovely Sanitizer Lavendel. Oh, das ist ein Handdesinfektionsgel. Das liebe ich ja auch. Also wir müssen uns gerade alle sehr, sehr viel die Hände waschen, die Hände desinfizieren und da einfach mal zu gucken, wie kann ich das achtsam machen? Wie kann ich da wirklich bei mir sein und einfach mal diese Zeit mir nehmen und ganz bewusst mir die Hände zu desinfizieren. Dann haben wir hier einen Allzweckreiner von Clayney. Davon habe ich schon mal gehört. Also man gibt eine Flasche, da gibt man Wasser rein, dann den Tab rein und dann hat man einen Reiniger. Und hier sind jetzt 3-mal diese Tabs drin, hergestellt ohne Mikroplastik, biologisch abbaubar, in Deutschland hergestellt. Genau, hier steht Flasche mit Wasser befüllen, Reinigungstab einwerfen, Haushaltsreinigung ohne Einwegplastikflasche. Finde ich super, super genial. Und da kann man auch wieder gucken. Okay, putzen müssen wir alle. Wie kann ich das jetzt positiv für mich nutzen? Ich kann zum Beispiel, während ich putze, Affirmationen hören. Ich kann mir einen Podcast anhören, der mich motiviert, inspiriert. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich kann Musik hören, die ich mag. Ich kann beim Putzen tanzen. Also wie kann ich auch diese alltäglichen Dinge für mich so umsetzen, dass es mir Spaß macht, dass es mir Freude bereitet, dass ich auch dabei Energie auftanken kann. Dann haben wir hier von New Plus Cow Creamy Noisette Like Milk. Ist auf jeden Fall die Verpackung ohne Plastik und es ist vegan. Und das ist wahrscheinlich eine Art Schokoriegel, würde ich sagen. Ah, jetzt habe ich die Mütze gefunden. Trava. Also die Beanie. Ist wirklich tatsächlich von Trendradar und könnt ihr dort auch im Shop kaufen. So, dann wollte ich nach dem Desinfektionsmittel suchen vorhin eigentlich. Desinfektionsmittel für dein Feel New Gefühl auf allen Ebenen machen wir auch vor deinen Händen nicht halt. Das Desinfektionsmittel der Marke Neatly ist speziell für die regelmäßige Desinfektion deiner Hände entwickelt, ohne sie auszutrocknen. Das finde ich halt toll. So, haben wir das jetzt also auch gefunden. Das hat, glaube ich, zusammengeklebt. Und jetzt hier der Schokoriegel. Ein Schokoriegel auf Mission, die Welt zu retten. Klingt zunächst nach einem typischen Höhenflug, ist aber die ziemlich realistische Arbeitsweise der Marke Nukao. Ihre Riegel sind nicht nur unverschämt köstlich, sondern stecken auch noch voller guter Zutaten. Vegan, bio, nur leicht gesüßt und vollkommen plastikfrei. Und da ganz klassisch. Diesen Schokoriegel mal ganz in Ruhe essen. Kein Handy, kein Fernseher, nichts nebenbei lesen, nicht noch nebenbei mit einem Kind reden. Einfach nur hinsetzen und in Ruhe diesen Schokoriegel essen und genießen. So, dann haben wir noch eine Zahnbürste. Eine kompostierbare Zahnbürste mit Rizinusölborsten.
Das auch, Achtsamkeit beim Zähneputzen, super easy. Oder ich liebe es auch, morgens im Bad, wenn ich mich fertig mache, Affirmationen zu hören. Dann haben wir hier L-Trovema, Nachhaltigkeit beginnt zu Hause. Ist schon mal auch ein mega schöner Umschlag, den ich weiter benutzen werde. Und das hier sind so, das ist jetzt eins runtergefallen, so Tücher drin. Mikrofasertücher aus 100% Bambusviskose als Wecktuch für Küche, Bad und Haushalt. Das Seiftuch ist ein Alleskönner in Bezug auf die Körperpflege. Auch im Gästebad oder Gäste-WC findet es als Einmalhandtuch eine ideale Verwendung. Und dann, oh, hier ist noch was. Auch noch was zu essen. Nein, doch nicht. Das wäre eher schlecht. Und zwar Food Cream. Also eine Fußcreme mit Lemon. Und da halt, während man sich die Füße eincremt, den Füßen nochmal eine Massage geben. Fertig ist die Mama-Me-Time für den Tag. Es kann so simpel sein. Dann haben wir hier CBD-Öl. Mega, freue ich mich super drüber. Wollte ich nämlich unbedingt ausprobieren. Das ist jetzt von Hempamed CBD 5%. Ich kenne mich noch nicht so gut mit diesem Hanfsamenöl aus, aber ich wollte es unbedingt mal für euch ausprobieren. Manchmal tut es gerade im stressigen Alltag gut, ein paar Gänge herunterzuschalten und sich zurückzulehnen, um anschließend die anstehenden Aufgaben gestärkt und motiviert neu in Angriff zu nehmen. Der passende Reset-Knopf wartet in deiner Feel New Box in Form eines hochwertigen CBD-Öls auf dich. Also das werde ich auf jeden Fall testen und euch dann nochmal in einem Video Bescheid geben, weil mich das selber super interessiert, wie gut es funktioniert. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Produkt, auf das ich sehr gespannt bin. Denn auf der Box stand auch irgendwas von wegen Vorsicht Glas. Erdnusssuppe, oh wie geil. Erdnusssuppe und gelbe Paprika von Nabio ist gut für dich. Super klassisch. Suppe machen, hinsetzen und ganz achtsam die Suppe löffeln und nichts nebenbei tun, nichts nebenbei konsumieren, sondern einfach nur bei sich sein. Vielleicht das Ganze schön verbinden mit einer Dankbarkeitsroutine und während man löffelt, zählt man einfach mal alles auf, wofür man eigentlich dankbar sein kann und nährt nicht nur mit der Erdnusssuppe seinen Körper, sondern mit jedem Löffel auch seine Gedanken, sein Geist, sein Unterbewusstsein. Ich hoffe, ich konnte euch damit eine kleine Idee liefern, wie man es sich mit der Mama MeTime einfacher machen kann. Das heißt, ihr bekommt jeden Monat eine Box, ihr müsst euch nicht daran kümmern und dann lasst euer Fantasie walten, seid kreativ und überlegt euch, wie ihr die Produkte in eurem Alltag für eure Mama MeTime einsetzen könnt. Ihr findet alle Informationen zur Trendradar Box unten in der Infobox. Dort habe ich auch noch einen Link mit einem hilfreichen Hinweis, wie ihr weiterhin eure Mama MeTime verbessern könnt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Trendradar Box ausprobieren. Lasst gerne einen Kommentar da, ob ihr die Trendradar Box schon mal hattet, wie euch die gefallen hat. Und was ihr vielleicht gerne in eurer Mama MeTime tut. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!